Hallo, ich bin der Raphael aus der Dein Live-Redaktion. Wir sind jetzt quasi Backstage vom Backstage im Stream ähm, vom Games Festival, was vom 23. bis zum 31.10. Mhm. Äh, dieses Monats äh, in München und Nürnberg stattfindet. Ich habe gleich die Möglichkeit, den äh, Hauptorganisator Uli Tausend zu interviewen und anschließend stelle ich noch ein paar Fragen an die Kollegin, die später den Twitch-Livestream moderieren wird, wo unter anderem verschiedene Gäste zu. Ähm, zum Thema äh, wie Spieleentwicklung äh, eingeladen sind. Genau, gehen wir gleich zum Uli rüber. Hallo Uli, ähm, bist du zufrieden bis jetzt mit dem Event? Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Games Festival. Wir hatten schon ungefähr 20 Events, 19 kommen noch und da war schon einiges los und da wird noch einiges los sein. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? am Sonntag hatten wir den Kaizoku Cosplay Contest und das war wirklich abgefahren äh, so viele nett verkleidete Leute zu sehen die auch wirklich nicht nur verkleidet sind sondern auch ihre Charaktere zum Ausdruck bringen und da dann äh, ja die jeweils spielen das war echt toll was erwartet uns noch zum Beispiel läuft gerade hier unten im Haus ein LOL One on One morgen ähm, und übermorgen ist ein Smash-Turnier, auch hier im Medienzentrum München, da kann man sich noch anmelden. Und äh, dann gibt es zum Beispiel auch noch etwas, wo man Psychologen fragen kann, alle möglichen Fragen zum Thema Games. Und äh, dann gibt es äh, Game, die Games-Preisverleihung am letzten Tag, also am Sonntag, die ist ab, 9, ab 18 Uhr. Glaube ich. Uh, ich hoffe Nee, 1830. Und danach kann man noch so virtuell abfeiern, weil wir haben so einen eigenen virtuellen Raum gebaut, in dem man dann reingehen kann und äh, da die verschiedenen Gewinner und Nichtgewinner und Menschen, die bei dem Festival mitgemacht haben, sich äh, treffen und schön abhängen und feiern. Und was muss man selber äh, mitbringen, wenn man selber Spiele entwickeln möchte? Man muss Bock drauf haben. Das ist das Wichtigste, weil ich meine schlussendlich muss man Bock drauf haben. Man muss, äh, am besten hat man einen PC. Die ganzen Entwicklungsumgebungen sind kostenlos, runter von Scratch, wo man total einfach sich Sachen zusammenklicken kann, bis hoch zu Unity, ähm, was ein professionelles Tool ist, das kostet auch nichts. Frustrationstoleranz ist irgendwie ganz gut, ähm, weil man dann äh, hier und da auch mal was nicht klappt, aber im Großen und Ganzen muss man einfach Lust drauf haben. Wir bieten auch mehrere Workshops an. Es gibt auch noch am, ähm, ich glaube, ja, in den nächsten Tagen ist der, da ist ein C-Sharp. Workshop, wo man ein 2D-Rollenspiel, äh, praktisch sowas wie Zelda oder sowas von oben betrachtet, entwickeln kann. Das äh, kann man sich auch noch anmelden. Ähm, deswegen, also könnt ihr gleich anfangen mit äh, entwickeln, lernen und äh, Spiele programmieren lernen. Äh, ist bis jetzt alles reibungslos gelaufen oder gab es schon Probleme? Also, so wie auch hier mit live. Äh, es geht nicht immer alles reibungslos. Teilweise wird es da doch besser. Teilweise sind auch wirklich schwierige Sachen. Uns ist zum Beispiel vor unserer Eröffnung, die um 11 Uhr angefangen hat, um 10.45 Uhr, alles war vorbereitet, alle waren so voll gechillt, ist das Internet weg gewesen und war dann auch einfach weg. Und dann haben wir noch so ein Backup, wo wir so ein Cube haben, wo man auch ins Internet gehen kann. Und auch der, der hat dann auch nicht funktioniert. Da mussten wir original das verschieben. Das war nicht schön. Dann danke ich dir für die Eindrücke. Danke, Uli. Und wir gehen jetzt mal rüber ins Studio, wo später der Livestream auf Twitch noch starten wird. Und genau, ich habe hier die Marie, die später auch die Sendung auf Twitch moderieren wird. Genau, was erwartet uns denn da? Ja, bei uns geht es heute rund ums entwickeln. Wir haben uns viele tolle Gäste eingeladen, die jeweils selbst ein Spiel oder ein Prototyp entwickelt haben und uns darüber was erzählen. Und wir reden dann auch über die Herausforderungen beim entwickeln und warum das so viel Spaß macht. Ähm, wer kommt denn da unter anderem? Äh, es kommen Einrechner des Gamespreis unter anderem. Ähm, insgesamt ein paar Gäste, ich weiß gerade nicht wie viele, <laughs> aber genau. Äh, wo wird es denn übertragen? Das wird auf twitch, äh, twitch übertragen und zwar auf dem Kanal der Computerspielakademie, also twitch.tv slash Computerspielakademie. Äh, bist du schon aufgeregt? Geht gerade noch. <laughs> äh, genau, äh, dann danke ich fürs Zuschauen. Ähm, äh, schaut gerne später auf Twitch vorbei und äh, am Dienstag geht es bei uns weiter bei M94.5. Und zwar eine Radiosendung. Wir freuen uns auch da, wenn ihr einschaltet. Ansonsten lasst gerne ein Like auf diesen St Stream oder auch gerne ein Abo auf dem Kanal da. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen.